SharePoint-Podcast, Ausgabe 417 vom 7.2.2020 und das heißt 15 Jahre SharePoint-Podcast. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. In Deutschland, der Schweiz und Österreich. Zuverlässig wie seit 15 Jahren. Herzlich willkommen zur 417. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Ja, heute am 7.2. vor 15 Jahren im Jahre 2005 ging die erste Folge online von diesem kleinen auditiven Kleinod hier. Und falls irgendjemand von den Zuhörern von euch seit der ersten Folge mit dabei ist, herzlichen Glückwunsch. Und ansonsten vielen Dank für alle, die über die Jahre zuhören und die mir auch immer Feedback geben. Zwar nicht über die normalen Kanäle, weil das hat bei Podcasting bisher noch nie so richtig funktioniert, sage ich mal. Aber auf jeder Veranstaltung kommen mal wieder Hörer auf einen zu und sagen, hey, tolle Sache und machen wir ruhig weiter. Und das motiviert ja eigentlich auch. Wobei die ursprüngliche Motivation, warum ich diesen Podcast mal gestartet habe, war, ja, weil ich es einfach machen konnte. Weil die Technologie war da und man konnte sich reinarbeiten und man konnte einfach so als Sender sein eigenes kleines Programm machen. Und SharePoint damals schon mit der Community noch in den Kinderschuhen steckend, wurde dann hier eben auditiv begleitet. Heute nennen wir das modernen Arbeitsplatz, Microsoft 365, aber letztlich geht es eigentlich immer noch um die grundlegenden Sachen. Wie können wir mit der ganzen Technologie, die wir uns ins Haus holen, vernünftig arbeiten und damit umgehen? Und da hat sich auch einiges getan. Während wir am Anfang immer sehr auf Technik aus waren, sind wir heute mehr auf die ganzen sozialen und Adoption-Prozesse übergewechselt. Ja, so hat sich das verändert. Als ich angefangen habe, Podcasting, war das eine totale Exotenecke. Man musste allen Leuten erklären, was das überhaupt ist, warum man das braucht oder warum man es nicht braucht. Heute Podcast Mainstream. Ich sehe auch, dass in unserem Umfeld diverse Mitglieder aus der Community ihren eigenen kleinen Podcast entwickelt haben und damit online sind. Finde ich super toll, spannend zu sehen, wie sie entwickelt hat. Ja, damals gab es, wenn ich mich daran erinnere, an die ersten Podcasts, die so online gingen, da war es ziemlich wild und es gab natürlich auch eine ganze Menge Müll und crazy stuff. Gibt es heute auch noch. Insofern hat sich da auch nicht viel verändert. Ja, und dieser kleine Podcast, ich denke natürlich immer wieder darüber nach, ja, sollte man das irgendwann mal abschließen und dann was Neues machen. Ja, man kann es aber auch parallel machen. Also zum einen wird dieser Podcast hier immer weitergehen und wir werden uns natürlich um das ganze Thema modernes Arbeiten kümmern in allen Facetten. Interviews werden auch wieder hier kommen und ja, im letzten Jahr ist es ein bisschen weniger geworden, hat aber damit zu tun gehabt, dass ich einfach mehr mit Video gemacht habe und ja, vielleicht muss ich da ein bisschen daran arbeiten, dass ich noch ein bisschen mehr Balance finde. Nichtsdestotrotz, ich danke allen, die in den vielen Interviews, die ich hier in diesem Podcast gemacht habe, ich glaube, es waren weit über 300 Interviews mittlerweile, die sich zur Verfügung gestellt haben, die auch bereitwillig Auskunft gegeben haben. Natürlich bei meinen Hörern, die immer so fleißig zuhören. Ja, und natürlich auch bei den vielen Sponsoren, wobei es ja nicht so richtig Sponsoren sind, aber wobei wir hier auch, glaube ich, ich weiß nicht, habe ich das mal vor 2-3 Jahren nachgerechnet, wie viele Freitickets und Gratis-Dinge wir hier weggegeben haben über die Zeit. Naja, so ist das halt. Jedenfalls 15, ich zünd mir gerade hier die Geburtstagskerze an, ausgepustet und dann können wir losgehen. Heute gibt es gar keinen so langen Podcast, weil eigentlich ich noch auf einer kleinen Urlaubsgeschichte bin, aber ich wollte heute unbedingt noch einen loswerden, klar, muss man ja machen. Übrigens ist mir heute auf Facebook ein Bild aufgegangen, das genau heute vor 3 Jahren ich auf der Europäischen SharePoint-Konferenz in Stockholm war. Ja, das ist 3 Jahre her. Und da habe ich einen Vortrag gehalten, der nannte sich Office 365 und IoT. War so ein kleiner Blick auf, wie IoT die Office-Welt verändern wird. Das war damals noch ein bisschen so technologische Kante.
Heute ist das auch wieder Mainstream mittlerweile und nennt sich im Prinzip Künstliche Intelligenz und Office 365. Wie gesagt, ich habe es damals aus dem IoT-Blickfeld gemacht, aber weil da gab es ja auch schon so Sachen wie mit den fahrbaren Monitoreinheiten, die dann quasi so als Meeting-System mit in Meetings eingebunden werden konnten, automatische Übersetzung, was heute in Teams anfängt ja schon Standard zu werden, war vor 3 Jahren noch technologische Kante, hat mich wieder daran erinnert und erinnert mich dann daran, dass ich euch gerne nochmal am Montag, dem 10.02. um 15 Uhr ein Webinar empfehlen möchte. Das nennt sich nämlich Projekt Cortex, Microsofts Antwort auf das Wissensmanagement der Zukunft, Fragezeichen. Aber den Titel habe ich nicht ganz geklappt, aber fast. Am Montag mache ich ein Webinar und werde euch einmal meine Sicht auf das Projekt Cortex unter dem Blick so Wissensmanagement vorstellen. Das wird uns in diesem Jahr noch viel beschäftigen, hat ja auch viele schon in den letzten Monaten beschäftigt, seit es auf der Ignite war. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch nur anmelden könnt. Die Links findet ihr zur Anmeldung natürlich wie immer in den Shownotes, die ich tatsächlich auch immer noch einpflege. Auf sharepointpodcast.de sind die Shownotes drauf. Und wie gesagt, am Montag, 10.02., 15 Uhr, Projekt Cortex, Wissensmanagement der Zukunft. Das wird, ich hoffe, sehr spannend und freue mich schon darauf. Dann habe ich einen zweiten Terminhinweis für euch. Und zwar gibt es am 15.02., das ist der Samstag, mal wieder ein Bootcamp, Global Bootcamp sogar. Ein Termin, an dem weltweit an verschiedenen Locations ein Microsoft Bootcamp ganztägig stattfindet, das von lokalen Freiwilligen organisiert worden ist. Und es gibt, soweit ich gesehen habe, in Deutschland 3 Bootcamps, eins in Bonn, eins in Hamburg und auch eins in Berlin. Ich verlinke mal, ich muss natürlich sagen, wozu eigentlich. Es nennt sich nämlich Power Plattform Bootcamp. Und es geht halt um die Microsoft Power Plattform, sprich Power Automate, X-Flow, Power BI, Forms, all dieses und Power Apps natürlich. All dies wird auf diesen Bootcamps in Vorträgen umgesetzt. Und ich weiß, dass hier zum Beispiel in Berlin Christian Glessner und Daniel Lindelmann mit dabei sind, die mit mir zusammen auch das Office 365 Developer Bootcamp letztes Jahr gemacht haben. Und ich werde auch vorbeischauen hier in Berlin und kann euch nur empfehlen, wenn ihr euch wirklich mal einen Tag intensiv mit dieser Plattform beschäftigen wollt, dann geht an die entsprechenden Locations. Also wie gesagt, Hamburg, Bonn und Berlin sind mit dabei in Deutschland. Und dann gibt es noch viele andere. Link in den Shownotes auf sharepointpodcast.de. Ach ja, genau, da fällt mir noch was ein. Ich wollte euch ja noch genau sagen, warum es im letzten Jahr so ein bisschen weniger Podcast-Episoden gegeben hat, weil ich einfach mehr Video gemacht habe. Und eines dieser Videoprojekte hat etwas länger gedauert, ist jetzt aber fertig und die Ergebnisse sind online und die würde ich euch ganz gerne mal kurz vorstellen. Ist entstanden auf dem Microsoft Business Summit im Oktober letzten Jahres. Ich war dort am Stand der Inside Deutschland wir haben dort einige Kurzvorträge aufgezeichnet. Die gibt es online und wir haben vor allen Dingen ein Panel gemacht. Ein Panel mit 4 Panel-Teilnehmern. Ich habe das Ganze moderiert und der Ansatz hieß: Erfahrung macht klug. Die Einführung des modernen Arbeitsplatzes bei der Inside Deutschland aus 4 verschiedenen Perspektiven betrachtet. Und das war eben das, was wir uns da überlegt hatten. Mit dabei waren, wir haben versucht, diese Einführung aus 4 verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und zwar aus 4 verschiedenen Rollen im Unternehmen. Einmal dem Chef, zum zweiten der Social Collaboration Beraterin, als drittes der Facility Managerin und als viertes dem Softwarehersteller. Um das ein bisschen konkreter zu machen, wir haben daraus, das war ein Panel, das wir gemacht haben, wir haben das jetzt aufgeteilt in 4 einzelne Videoepisoden, die jeweils die entsprechende Rolle, die entsprechende Perspektive zu Wort kommen lassen und der jeweilige Protagonist erzählt uns dann aus seiner Sicht heraus, was er bei dieser Einführung des digitalen Arbeitsplatzes für wichtig hielt und was er dort gemacht hat. Und so haben wir einmal den Wolfgang Ebermann, er ist der Präsident von Insight hier für Deutschland und EMEA,
der die Sicht des Chefs darstellt und auch die Sicht darstellt, warum er die digitale Transformation zu einer Top-Priorität in seinem Unternehmen gemacht hat. Dann haben wir die Birgit Hauptmann da im zweiten Bereich, die halt Adoption Consultant ist und Social Consultant ist, die für das, ich sag mal, für das Menschliche zuständig ist, also die praktisch den Modern Workstyle dort umsetzt. Dann haben wir als drittes, und das war für mich auch sehr interessant, da mal das zu lernen, die Birgit Köther. Sie ist Facility Managerin und kümmert sich eigentlich alles um alles, was Stecker, Kabel, Möbel und so weiter hat. Und sie erzählt aus ihrer Sicht heraus, was sie sozusagen zum Digital Workplace beigetragen hat. Super spannend. Und last but not least, den Kai Manzel von Microsoft, der als Softwareanbieter natürlich sozusagen die technologische Plattform dafür geschaffen hat. Das alles haben wir in die einzelnen Beiträge haben wir so zusammengeschnitten, dass da kurze Videos von 5 bis 8 Minuten rausgekommen sind. Und ihr bekommt mal aus 4 verschiedenen Blickwinkeln die Sicht auf das Thema Einführung des modernen Arbeitsplatzes. Verlinke ich euch gerne als Playlist in den Shownotes und würde mich freuen, wenn ihr da mal ein bisschen Feedback zu geben könntet. Ich würde mal sehen, ob das so, wie wir uns das gedacht haben, auch richtig gut umgesetzt worden ist. Also, die Einführung des modernen Arbeitsplatzes, Erfahrung macht klug, Serie. Link in den Shownotes. Aber das ist natürlich nicht das einzige Videoprojekt. Wir haben natürlich auch noch die SharePoint-Sendung, die ich mit dem Gerner zusammen mache. Und da ist die 23. Ausgabe auch schon online. Da könnt ihr unter anderem auch ein Interview mit Hans-Jürgen Sturm hören von der Amadeus. Amadeus hat nichts mit Mozart zu tun, aber wenn ihr irgendwie schon mal geflogen seid, Amadeus ist ein Dienstleister und ein Unternehmen, das sich halt im Reisebereich tummelt. Und jedes Flugticket, was man mal gebucht hat, hat irgendwas mit Amadeus zu tun. Und den Hans-Jürgen kenne ich eben schon extrem lange, weil er seit 2001 SharePoint macht. Und mit ihm habe ich ein bisschen darüber gesprochen, wie Amadeus so langsam aus der On-Premise-Welt in die Cloud-Welt gewandert ist. Das ist da zum Beispiel drin. Wir haben etwas vom Teams Communication Day mit dabei. Teams Community Day haben wir mit dabei. Gernot hat ein paar How-To's zusammengestellt. Also kann ich euch nur empfehlen, sharepointsendung.de, die 23. Ausgabe. Ja, und an der Balance zwischen Audio-Podcast und Video werde ich noch arbeiten in diesem Jahr, dass das ein bisschen ausgewogener wieder wird. Aber Video ist meist eventgetrieben und Podcast ist eher so kontinuierlich getrieben. Kriegen wir schon hin. Eventgetrieben am Donnerstag, dem 13.02., kommt Brad Smith hier nach Microsoft Berlin, zu Microsoft Berlin und wird nochmal über sein Buch Tools and Weapons referieren. Ich werde da mal hingehen und werde euch beim nächsten Mal davon berichten, was er dann zu diesem Buch gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon gelesen habt. Auch wieder so ein Live-Event. Mal gucken, was dort passiert. Ja, und last but not least auf meiner Liste steht noch der European Collaboration Summit 2020 Anfang Juni, 8. bis 10. Juni. Und da sind jetzt die Sessions veröffentlicht worden. Da könnt ihr euch ja das Programm angucken. Viele von euch werden schon die Karten haben, die Eintrittskarten. Mittlerweile liegt der Preis, glaube ich, bei 300 Euro. Ihr könnt auf sharepointsocial.de gern nochmal unter Angebote schauen. Da ist es genau aufgelistet und da findet ihr auch den Coupon, mit dem ihr, glaube ich, nochmal 10% auf den Preis sparen könnt. Und ihr könnt euch wieder auf der Seite angucken, welche Sessions es da gibt. Es ist wieder pickepacke voll gespickt, das Programm. Ich habe auch eine Session zum Thema 10 Best Practice Tipps rund um das Thema Video im Unternehmen. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und was mich auch besonders erfreut ist, dass der liebe Addis und das Team vom Collaboration Summit Community Reporter installiert hat. Und ich darf mich freuen, zusammen mit Edita Gordson und Heather Newman zu dritt Community Reporters zu machen und dort Teilnehmer, Referenten, Aussteller zu interviewen und wieder mal als Videos umzusetzen. Und ich muss mal gucken, wie man das vielleicht noch ein bisschen anders gestaltet als immer nur diese ganz einfachen 1:1 Interviews, aber dafür ist das ja da. Ja, wie gesagt, guckt euch das an, ich freue mich drauf, schaut euch das Programm an und wenn es euch noch nicht überzeugt hat, dann guckt nochmal rein, dann überzeugt euch und dann holt euch, wenn ihr es noch nicht habt, die entsprechende Eintrittskarte. So,
Das war jetzt kurz und knapp heute. Es geht nicht anders, weil ich mache jetzt hier die 15 Jahre Party und öffne mir eine Apfelsaftschorle oder so. Ja, für alle, die immer gerne zuhören, danke ich. Vielleicht habt ihr ein bisschen Feedback für mich, warum ich mich vielleicht mal in diesem Jahr themenschwerpunktmäßig kümmern sollte hier. Und ansonsten immer vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Greth. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Auf Wiedersehen, ja.